wollte nochmal ansprechen, dass ja drei Jahrestage in diesem Jahr stattfinden. Das eine ist jetzt an diesem Wochenende, die Befreiung, der Tag der Befreiung, wie wir ihn nennen. Und wo ich nochmal nachher drauf eingehen werde. Das andere ist Hiroshima, 70 Jahre Hiroshima, also Hiroshima und Nagasaki. Und 60 Jahre das Manifest von Russell und Einstein, die Konsequenz aus den Atombomben gezogen haben und sagten, nie wieder Krieg. Dieses nie wieder Krieg ist nicht passiert, obwohl es unbedingt erforderlich ist. Und von daher müssen wir da irgendwie dahin kommen, dass wir das hinkriegen. Also jetzt nochmal zurück zum Wochenende. Am 8. und 9., am 8. ist ja bei uns der Tag der Befreiung, am 9. ist er in Russland. Da war es ein bisschen früher, da ist ja ein paar Stunden früher und da war es dann der 9. Und der 10., gut, also am 8. wird hier in Braunschweig schon was laufen, am 9. wird in Braunschweig was laufen, am 10. werde ich nach Berlin fahren, weil dort was läuft. Also von daher, ja. Okay, das sind also die drei.